Ich hab eine ganz nette Nacht gehabt, was? Alter, die müssten aber kleine, bei den Polizisten müssen sie genauso einen Drogentest machen, ne? Ich glaube, der pfeift sich so mehr rein als ihr alle zusammen. Mutti, das große Finale, Sandarbeiten, Direktor XXL, das Finale, 4K. Ich hab Angst, Mann, was jetzt passiert. Ich wusste gar nicht, dass Darth Vader hier eine Rolle mitbekommen hat. Finde ich gut. Finde ich gut, dass jemand vom Pokémon-Universum hier eine Rolle hat. Ja? Aber ich verstehe nicht, warum ich als Einzige die Mutprobe machen muss. Shaniqua kann doch... Halt doch selber die Fresse! Ja, ich schreibe mich jetzt ein. Ja, hatte, tschüss. Scheiße. Entweder ist der Direktor wach geworden oder die Polizei ist da und hat rausbekommen, dass ich illegal Bibi und Tina auf dem Reiterhof runtergeladen habe. Oh, das ist gefährlich. Das habe ich nämlich auch. Das ist, da macht man sich strafbar. Da sollte man echt aufpassen. Die Schwerstkriminellen hier immer. Die ganzen schwerstkriminellen Menschen hier. Hallo. Scheiße. Mädels, es gibt Probleme. Wir sehen uns morgen früh um 11 beim Vorsaufen, ja? Tschö mit Ö. Um 11 beim Vorsaufen. Ich habe den Film nicht illegal runtergeladen. Das war mein kleiner Bruder Sandro. Ich hab nur mal keinen Bruder. Hallo, wer ist denn da? Ich kack ab. Hey, ich muss hier weg. Herr Direktor? Ich kack ab. Geil, eine Birne, ey. Was ist denn das? Lexa? Sandra! Scheiße, da wäre mir ein Mörder lieber gewesen. Was machst du denn hier? Ich mache hier ein Praktikum. Und du? Ich bin die Tochter vom Direktor. Was? Nicht so laut. Was? Aber wenn du hier ein Praktikum machst, ne? Wieso kommst du dann nachts hier reingeschlichen? Ach, weißt du, Sandra, es gibt gewisse Dinge, die Grundschulkinder in deinem Alter noch nicht wissen sollten, verstehst du? Ach, ich bin kein kleines Kind mehr, Lexa. Ich weiß, wo die Babys herkommen. Von Amazon. Und ich muss dir noch was klären, verstehst du? Du bist hier eingebrochen, oder? Bingo, 100 Punkte. Also, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich bin auch... 100 Punkte für Gryffindor. Nicht wirklich die Mutter von der Tochter, die Mutter vom Direktor, der Hund von der Tochter. Eigentlich bin ich auch eingebrochen. Krass, ich wusste gar nicht, dass du so ein Bad Girl bist. Tja, ich liebe es einfach zu schlafen und ein tolles Bett darf da natürlich nicht fehlen. Ey Sandra, Schlappen im Wort, ja? Ich verrate dich nicht, wenn du mich nicht verrätst. Okay, einfach Schlampen. Ich glaube, ich muss dir dann aber da nochmal was zeigen. Sieht doch noch gesund aus. Psst! Nicht so laut! Krass, hat dir nichts zu tun! Ich wollte das überhaupt nicht, der war einfach zu dumm zum Fang. Sandra, ich schwöre dir, mit der Aktion wirst du der Held der Schule. Die Heldin der Schule, meinst du? Nö, ich finde, du siehst aus wie ein Junge, also Held. Ja, krasse Aktion, Mädchen, bist ja doch ganz in Ordnung. Ja, stolz bin ich nicht drauf, aber die Props nehme ich gerne an. Ja, also was nun? Der Dirix hat doch bestimmt diesen Alkohol am Start, oder? Lass Flatrate saufen! Naja, hier gibt's nicht wirklich was. Ich bin auch ziemlich müde, ich muss jetzt ins Bett gehen, ja? Morgen muss ich mir den ultimativen Plan überlegen. Sag mal, Sandra, hast du was dagegen, wenn ich heute Nacht auch hier penne? Wenn ich jetzt um die Uhrzeit nach Hause komme, verprügelt mich mein Vater. Und meine Mutter. Und mein Onkel. Und meine Oma. Und mein... Kein Ding! Das Bett ist groß genug! Nö, ich kann nicht lächeln. Nee, ich kann nicht lächeln. Gute Nacht, Lexa. Gute Nacht, Sandra. Du, Sandra? Ja? Tut mir leid, dass ich dich letzte Woche in die Schultoilette gestopft habe. Alles gut. Das Wasser war ja relativ sauber. Und tut mir auch leid, dass ich letztens deine Haare angezündet habe. Alles gut. Ich musste immer wieder zum Friseur. Ja, es geht halt schneller, ne? Haare anzünden. Tut mir auch leid, dass ich dich letztens mit Absicht mit dem Auto überfahren habe. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Alles cool, Lexa. Und die Aktion mit dem Einschließen in der Bibliothek war auch nicht so ganz nice von mir. Ich hatte eine Woche Zeit, ein Buch zu lesen und hab's bis Seite 3 geschafft. Ich danke dir dafür. Und so ein bisschen beruhigt das auch, dass ich dein Zeugnis 3 Jahre lang gefälscht habe und du immer sitzen geblieben bist. So konnte ich länger bei Sascha sein. Mach dir keine Gedanken. Du, Sandra. Geil. Du hast mir viele Freunde.
Man sollte immer das Positive sehen. Immer das Positive in allen schlechten Erfahrungen, ne? Manchmal gehe ich abends mit dem Nudelsalat spazieren, damit ich den Eindruck erwecke, ich hätte Freunde und bin auf eine Party eingeladen. Naja, weißt du, Shiniko und Shanaynay sind schon cool, ne? Aber ob ich in der Not auf die Zehen kann, ich weiß nicht. Lexa, weißt du, es gibt zwei Worte im Leben, die dir viele Türen öffnen werden. Ziehen und drücken. Da hast du wohl recht. Danke, Sandra. Gute Nacht. Ja, öffnet dir nicht nur eine Tür, sondern beim Drücken passieren auch noch andere Sachen auf der Toilette. Probiert's mal aus. Kükürükü! Kükürükü! Alter! Kükürükü! Karneval ist vorbei, Mensch. Geil. Boah, ey. Schön von Sascha geträumt, wie er mich richtig schön hat. Lexa? 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 Wo ist die Olle denn? Lexa! Bist du hier? Nein. Nur mal gucken. Ich finde das ja immer noch so weird, ne? Die laufen einfach jetzt gerade im Haus vom Direktor rum, ne? Der Rektor ist tot und ja, aber machen sich halt schön Urlaub, ne? Warum nicht, ne? Wissen, was sie gemacht hat. Okay, alles klar. Der Direktor ist weg und Lexa auch. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Okay, beruhig dich, Sandra. Atmen! Atmen! Okay, es geht. Okay, also ich muss den Direktor finden und dann ist alles gut. Okay, also. Herr Direktor! Ja? I'm so sorry! Ist nicht schlimm. Wo bist du? Tut mir leid. Guten Morgen, Sandra. Oh mein Gott! Tja, so wendet sich das Blatt. Haben Sie mal in den Spiegel geguckt, Edo? Keine Sorge, das werde ich machen, nachdem ich dich umgebracht habe. Ach so, verstehe. Oh, verstehe. Tja, Lexa ist heute Nacht gekommen, um mich zu befreien. Das werde ich ihr nie vergessen. Eigentlich ist Lexa hier eingebrochen wegen der Mutprobe, aber egal. Tja, das ist deine Version. Auf jeden Fall ist Lexa... Aber die Version stimmt. Gefallen. Nee, tut aber gar nicht weh, der Rücken irgendwie. Ach ja, ich hab ganz vergessen, wie dumm du doch bist. Um es mit Worten auszudrücken, die du auch verstehst. Lexa hat dich komplett verarscht. Naja, gucken Sie mal in den Spiegel, dann verstehen Sie, wer hier verarscht wurde von uns beiden. Halt's Maul und sprich dein letztes Gebet. Lieber Gott im Himmel, schenk mir einen Pimmel. Sei ruhig. Jetzt bist du dran. Wie, jetzt ehrlich? Sie wollen mich killen? Du bist mein absoluter Albtraum. Jetzt schaffe ich dich beiseite. Nein, bitte nicht. Ich warte noch auf einen Anruf von Sascha. Der will mich morgen anrufen. Danach können Sie mich killen. Auf nimmer Wiedersehen, Sandra! Nein, bitte nicht! Schönen guten Tag! Ey! Können wir es doch rein nehmen, Name? Vielleicht nehmen Sie erstmal die Eisenstange runter. Also, schön, dass Sie da sind, weil das Mädchen, das ist in mein Haus eingebrochen und ich... Na. Erstmal machen wir gleich einen schönen Drogentest. So wie es aussieht, haben Sie eine ganz nette Nacht gehabt, was? Alter, die müssten aber kleine, bei den Polizisten müssen sie genauso einen Drogentest machen, ne? Ich glaube, der pfeift sich so mehr rein als ihr alle zusammen. Herr Polizist, Hauptkommissar. Herr Hauptkommissar, also dieses Mädchen ist hier nachts eingebrochen und dann ist ein anderes Mädchen gekommen und das hat mich befreit, weil das eine Mädchen hat mich ans Bett gefesselt. Und jetzt wollte ich die Sache mit ihr klären. Also, ja, also ich glaube die Geschichte nicht. Indem sie dem Kitten Knüppel in die Fresse hauen, oder was? Nein, das mit dem Knüppel, ich wollte mich ja nur verteidigen. Also. Verteidigen? Gucken Sie sich den Jungen doch mal an. Mädchen. Der kann doch niemandem was antun. Wenn Sie wüssten, Herr Hauptkommissar, dieses Mädchen hat's Faustdick hinter den Ohren. Ja, dann fragen wir doch mal den Jungen, was der Direktor mit ihm gemacht hat. Also, erzähl mal. Der Direktor hat mich beklaut, bedroht und fast geschlagen. Ach, nee. Das ist eine Lüge. Nee. Da haben wir jetzt wohl Aussage gegen Aussage. Also, solange es keine Zeugen gibt, müsst ihr jetzt vorbei ins Gefängnis. Entschuldigung, ich bin ein Zeuge. Schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Hartmut Hahn, mein Name. 45 Jahre alt, mit den Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Ich habe alles genau gesehen. Der Hahn, der ist alt und verrückt, der sollte schon lange geschlachtet werden. Hören Sie nicht auf ihn. Ach ja?
Einmal die Woche bekomme ich was zu fressen von dir. Abgelaufenes Ziegenfutter, aber ich bin ein Hahn! Ein Hahn! Herr Hahn, was haben Sie denn gesehen? Der Junge hat recht. Der Direktor hat ihn beklaut, bedroht und fast geschlagen. Alles klar, das habe ich mir doch gedacht. Kollege, draußen steht mein Auge. Auf geht's zur Woche. Scheiße. Nee. Ihr zwei, das werdet ihr noch bereuen. Ihr werdet von meinem Anwalt hören. Das sage ich meinem Anwalt, ist die erwachsene Form für das Petzig meiner Mami. Oh. Ey, vielen Dank, ne? Kein Problem, ich wollte ihn doch auch loswerden. Der Typ hat keine Ahnung, wie man Hähne züchtet. Jetzt beginnt für mich ein neues Leben. Was für ein unglaubliches Erlebnis. Finde ich gut. Das Hahn ist endlich befreit. Das war das Wichtigste auf der Welt. Jetzt kann ich das endlich verspeisen. Oder? Geht's dir denn soweit gut? Ich hab mir in die Hose gekackt. Aber sonst ist alles gut. Ach, das riecht ja also so natürlich. Komisch. Kein Problem. Hm. Sag mal, hast du zufällig ein Ladekabel dabei? Klar, was brauchst du? Apple, Samsung? Samsung! Müsste in der Küche liegen. Der Direkt hat Sony Ericsson Ladekabel, bitte. Hey Sascha, sorry, dass ich mich jetzt melde. Ja, ich hab ewig auf deinen Anruf. Was wir in Mathe aufhaben? Seite 25, Turm 1 bis 4. Ja, tschüss. Oh, war das romantisch. Was für ein Mann. Ah, geil. Liebe Leute, schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz, ganz herzliches Dank. Habe ich Fresh Tor, habe ich gesagt hier, du kannst auch in mein Haus, wenn du willst, ein bisschen aufnehmen. Ne? Hab ich ihn erlaubt. Dankeschön an Familie Kilian. Wir durften hier das Schloss nutzen in Wesseburen. Wenn ihr hier mal schlafen möchtet in diesem Schloss, das könnt ihr gerne machen, dann klickt unten in die Videobeschreibung, da findet ihr die Seite, da könnt ihr hier euch einbuchen. Wir haben da auch schon mal drin gepennt, ist sehr, sehr gemütlich. Also nochmal vielen, vielen Dank an die beiden, dass wir hier drehen durften. Es lohnt sich auf jeden Fall, guckt da gerne mal rein. Dankeschön auch an Finn Gim, der mit das Licht gemacht hat und uns hier die Tage unterstützt hat. Auch ihn findet ihr unten in der Videobeschreibung, seinen Instagram-Account. Matze, danke. Und ja, ansonsten Matze, danke. Alles Gute und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Bis dann. Tschüss. Ach so, viele Schauspieler haben mitgemacht. Ey, finde ich gut. Klappe. Ja, war cool, ein cooles Finale, sehr geil. Der böse Direktor ist endlich hinter Gittern. Der Hahn ist endlich befreit. Finde ich gut. Können wir den endlich verspeisen und für Weihnachten zubereiten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Original an, wenn ihr das Original noch nicht kennt. Das Original ist wie immer in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.